Daarom zijn we nu van hier bereid tot de eerste rijlaar. Der Sport im Kampfstab bringt hier natürlich für die Initiative. Ohne Bühne dann behindert die Zwölfen und unter der Landbahn. Der dritte dauert noch 2 Minuten. Der Zielstand Stefan ist. Oh, hier sehen wir erste Emotionen. Das gehört zum Nostalgie-Match. Das wird die Zuschauer auch sehen. Glanzparade vom Goalie von Uni Bern. Er hat da sein Team im Spiel.
Gerade hat sich die... Thank you.
Thank you.
Wunderbar, dass Sie, liebe Besucher, so zahlreich erschienen sind. Besonders begrüße ich unser Ehrenmitglied Jeroen Fils sowie unser Alt-Bundesrat Adolf aus Okanversteg. Zudem heiße ich sämtliche Vertreter aus Politik und Tourismus herzlich willkommen. Schön, dass Sie alle da sind. Bitte entschuldigen Sie, dass wir etwas früher sind als das Programm. Aber wir möchten gerne unsere Darbietungen zu Ende bringen, damit Sie anschließend planieren können, einkaufen, einkehren. Mein Name ist Doris Wandruhe. Zusammen mit Ihrem Marti Bixel leiten wir den Bellepop-Verein Kampfersteg als Co-Präsidentin. Einige unserer Vorstandsmittel stehen Sie im Hintergrund. Diverse von uns anderen bereits auf den nächsten Schauplätzen wie Bobbahn. Kantersteg präsentiert sich in diesem Jahr im Winterkreis. Einen besonderen Dank spreche ich Patrick Künzi aus, welcher mit viel Aufwand die Naturausbahn erstellt hat. Liebe Gäste, genießen Sie die wunderschöne Winterlandschaft und lehnen Sie sich zurück in die gute alte Zeit der Bellepop. Gerne empfehlen wir Ihnen unsere Pressbänder zur Unterstützung dieser Woche zu kaufen. Wer ein solches vorweisen kann, darf die Foto bei der Clipsbox da drüben kostenlos beziehen. Ebenso sind die Mitglieder von Bellepop-Verein sehr wichtige Träger dieser Veranstaltungen. Neue Mitglieder sind herzlich willkommen. Der Vorstand vom Bellepop-Verein Kantersteg hat wiederum ein sehr großes und abwechslungsreiches Wochenprogramm zusammengestellt. Herzlichen Dank für all die freiwillig geleisteten Stunden. Besten Dank der Musikgesellschaft Kantersteg, den Trommeln und Pfeifen Ahnenstoß aus Außerberg und den Chevalier de Saint-Germignon für die Umrandung der Eröffnungsfeier. Danke für die Unterstützung durch unsere Sponsoren und Mitglieder. Herr Alt-Bundesrat Adolf Ogi, wir freuen uns auf Ihre Worte.
verehrte Damen, sehr verehrte Herren, Ladies and Gentlemen, Mesdames et Messieurs, cher Chapeau, cher Belle Robe, cher Costume, officiel et non, janvier, Mesdames et Messieurs, pour moi, c'est la plus belle époque de l'année. Il y a de la neige, parfois aussi du soleil. Enfin, pas toujours, mais presque. Ici, c'est un coin de paradis, comme à la belle époque. Quel sacré décor pour le plus beau spectacle de l'année. 10 ans. 10 ans de belle époque, ça se fête avec un gâteau d'anniversaire. Faisons la fête. Bienvenue dans mon grand chèque que j'aime tant. Et que vous aimez aussi, c'est notre grand chèque, mais sans frontières. Bienvenue à toutes et à tous, tous les Européens avec les Britanniques sont toujours les bienvenus à Kranzstedt, la plus célèbre station alpine du monde. C'est vrai, parole d'honneur. Et je vous l'ai dit, belle époque forever. Bravo aux organisateurs, aux deux femmes co-présidents. Bravo, mais il faut que ça continue, pourvu que ça dure, a déjà dit la mère de Napoléon. Quel plus beau décor pour de si beaux costumes. Ici, tout le monde a le sourire. Que demande le peuple? Il ne demande que du bonheur, comme toujours. Alors donnons-lui du bonheur, si possible dans tous les pays du monde. C'est mon rêve, c'est mon vœu le plus cher. À Kranzstedt, j'ai accueilli les chefs d'État et même le prince Charles lorsque j'étais président de la Confédération. Aujourd'hui, c'est vous, les rois. Bienvenue dans cette Suisse que c'est, que je crois, ouverte au monde, cette Suisse tolérante. Dans ce pays de 4 langues, de 4 cultures, et avec aussi des nombreux costumes traditionnels dont nous sommes très fiers, nous avons dû apprendre à vivre ensemble. La belle époque était une période de paix qui a duré près de 40 ans. C'était la belle époque des progrès économiques, des progrès techniques. C'était la belle époque de l'optimisme. Cet optimisme dont nous avons toujours besoin pour avenir, pour entreprendre de grands projets, comme le Lutschberg et la NERT, par exemple. La belle époque, c'était une période de confiance, de croissance, d'espérance. Les gens de cette époque croyaient en l'avenir et ils étaient positifs. Au pied de la plus belle montagne, je parle évidemment de la Blume des Alpes, elle était déjà là, bien avant la belle époque. Et aujourd'hui, la Blume des Alpes, c'est notre tour d'Eiffel. Les plus beaux costumes de notre bonne vieille Europe au rendez-vous à Kranzstedt pour la 10e fois. C'est quand même formidable. Alors la messe est dite. Je continue en anglais et un peu en allemand. A special welcome to the English-speaking guests. We are so proud and happy to see you here in Kranzstedt at our Belle Epoque. Kranzstedt is most grateful for what the British have done for us. They were our first guests here
in Counter-Strike. They climbed our mountains first with our guides. They came to ski, to curl, to hike. They came as Boy Scouts. Thank you so much for all you have done, the British, for Counter-Strike. Früher, meine sehr verehrten Damen und Herren, früher war alles besser. Diese Aussage legte den Grundstein für die erste Belle Epoque Woche Counter-Strike vor 10 Jahren. Eine Aussage der Einheimischen damals, so sagt die Überlieferung. Kurdirektor Jerum Wils nahm diese Bemerkung auf, zusammen mit Kasimir Platzer und Doris Wampflum schufen sie das Unikat, ja meine Damen, das Unikat, nämlich die Belle Epoque Counter-Strike. Ein Nostalgieanlass über die Jahre 1898 bis 1914. Erdenkt und umgesetzt im Jahre 2010. Einmalig in der Schweiz die Belle Epoque Counter-Strike. Erfolgreich, authentisch, mit starken Bildern, die Belle Epoque von Counter-Strike. Sie muss weitergehen, unsere Belle Epoque in Counter-Strike. Zufriedenheit darf sie nicht stoppen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Schweiz ist Frieden mit sich selber. In der Schweiz ist alles besser. Berge sind schöner, Straßen sauberer, das Wasser klarer, Watte noch grüner, Bürokratie kleiner, Bahn pünktlicher, Menschen reicher, Politik verlässlicher, Touren genauer, sogar Gletscher strahlen, aber nur noch auf Zeit. Sie schmelzen. Und es gibt Anzeichen, meine sehr verehrten Frauen und Männer, für Ungemach. Verstopfte Straßen, steigende Bürokratie, wachsender Staat, stockende Bahnen, am Ort tretende Mittelstand, stagnierende Politik. Nur Touren ticken wie eh und je. Notwendigkeit, mehr zu leisten, obsolet. Der Wille, etwas zu wagen, hinfällig. Stehen bleiben ist attraktiv geworden. Das Vorwärts gehen, unnötig, ist geworden in der Schweiz. Stehen bleiben mit der heutigen Belle Epoque Counter-Strike wäre ein grosser Fehler. Menschen in der Schweiz, meine Damen und Herren, wenn man umlässt, zulässt, dann ist die Hauptsorge, welcher Flug ist günstiger. Gehen wir auf Safari oder doch nach Bangkok. Der Wohlstand breitet sich aus. Maxime in allen Lagern lautet, bewahren. Das Erfolgsmodell muss bewahrt werden, sieht man. Ich sage, das genügt nicht. Und auch bei der Belle Epoque genügt das nicht. Um weiterhin Erfolg zu haben, meine sehr verehrten Anwesenden. Die Schweiz ist ein Erfolgsmodell. Belle Epoque ist ein Erfolgsmodell. Es ist menschlich, das Gute Wille zu bewahren. Aber unter Festhalten am Status quo droht der Verlust
von der Zukunftsfähigkeit. Eine Generation, die sich durch fehlenden Mut, durch fehlenden Gestaltungswillen kennzeichnet, die sich wohlstandsverwöhnt zurücklehnt, das ist eine fatale Kombination. Meine Damen und Herren, Belle Époque soll uns alle auch zum Nachdenken zwingen. Wie war es 1898 bis 1914? Wie haben wir es gemacht? Was richtig? Was falsch? Für welche Werte wollen wir uns einsetzen? In der Zukunft und wie einsetzen? Um weiterhin das Erfolgsmodell Schweiz abzusichern und unser Petit Bijou Schweiz zu erhalten. Noch ist die heutige Epoche Belle. Aber wir dürfen nicht zum Land von Selbstgerechten werden. Also, meine Damen und Herren, Respekt herrscht für das, was unsere Vorfahren geleistet haben. Respekt herrscht für all das, was die Belle Époque auforganisiert haben. Anerkennung herrscht für das, was unsere Vorfahren geleistet haben, für einen Aufbau von unserem Land ohne Rohstoff. Und Anerkennung herrscht für die Belle Époque gegründet haben und sie aufgebaut haben. Und Dankbarkeit herrscht für die, die unser Land weitergebracht haben. Oder Belle Époque, die Belle Époque weitergebracht hat. Und schließlich, ihr erwartet es doch, Freude herrscht, dass wir jetzt alle in die 10. Belle Époque Kandersteg dürfen einsteigen. Es lebe die Belle Époque Kandersteg forever. Bravo! Oh, c'est pas ça. Faux.